Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda Twilight Princess. Wir sind letztes Mal hier stehen geblieben. Und ich würde sagen, wir machen direkt mal weiter. Wir ziehen uns zu dieser Pflanze hoch, denn ich habe letztes Mal einfach einen Fehler gemacht. Und zwar, wenn wir uns hier tief genug bewegen, dann kommen wir natürlich auch durch diesen Spalt hindurch. Und kommen damit auf die andere Seite und da müssen wir mal gucken, ob wir uns da irgendwo, da sehe ich auch schon was, wo wir uns dann als nächstes weiterhaken können. So, und da funktioniert nochmal genau dasselbe Prinzip. Ah, okay, ich dachte, da wäre es jetzt auch schon wieder zu spät. So, da ist jetzt ein bisschen Augenmaß gefragt. Ja, wir steigen direkt hier in die Action ein. Ich lass mich mal mit Absicht hier unten fallen. Weil dort noch eine Kiste ist und ich denke mir, wir können die auch mitnehmen, wenn wir schon mal einmal da sind. Und hoch kommen wir danach genauso schnell auch wieder. Nehmen wir das doch zumindest mal mit. Ah, na gut. Wenn ich gewusst hätte, dass es Wasserbomben sind, hätte ich es wahrscheinlich gelassen. So, dann warten wir, bis das Teil zurückkommt, damit wir nach da oben auf die Ebene gelangen. In der Zeit können wir hier noch ein bisschen Rasen mähen. So, da ist es wieder. Dann gehen wir jetzt mal wieder hoch und dann sollten wir eigentlich dort jetzt... Boah, ich hab's aber im Moment auch immer mit dem Stick. So, dann können wir nämlich hier rein und dürften da weiterkommen. Oh, ein dunkler Gang. Ich glaube, da passiert noch nichts. Genau. Dann nehmen wir uns erstmal das Herz mit. Gucken wir mal, was denn jetzt hier so geht. So, jetzt wird es nämlich, glaube ich, lustiger. Mal. Das ist die falsche Richtung. Ja, und da muss man natürlich auch aufpassen. Aber wir haben ja ein Werkzeug, was gegen diese netten Vögelchen hilft. Und zwar versuchen wir die jetzt einfach mal aus der Luft zu holen. Ah, guck mal, das geht. Okay. Na? Wo ist er denn? Da hinten. Da haben wir den nächsten. Na. So, und dann können wir uns da etwas mehr so bewegen, dass wir uns keine Gedanken machen müssen. Wobei, da, scheiße, da ist noch einer. Das ist auch wieder genau der, der uns eben runtergeschmissen hat. Aber diesmal sind wir schneller. Und gehen zumindest schon mal hier rein. Ich weiß nicht, ob wir dahin müssen, aber naja. Immerhin sind wir schon mal da. Okay, das werde ich jetzt nicht weiter beachten. Ah, guck mal. Oh, haben wir schon... Ne, ich wollte gerade sagen, noch tot haben wir noch nicht, oder? Okay, das war zu einfach. Aber da ist ja noch einer. Okay, die gehen gerade wirklich alle sehr einfach. Aber das liegt wahrscheinlich am Überraschungsmoment, den wir hier nutzen.
So, da ist der Eingang, oder? Jawohl. Was habe ich da gesehen? Ah, okay. So, nun haben wir den auch von der Backe. Okay, wenn ich gewusst hätte. So, und den haben wir auch weg. Gut, hätte ich gewusst, dass das nur so eine Kiste ist, hätte ich es vielleicht nicht unbedingt gemacht. Wahrscheinlich sind da jetzt auch noch wieder Wasserbomben drin. Also etwas, was wir nicht benötigen. Ah, na gut, okay. Das hat sich dann zumindest etwas gelohnt. Das tut uns weh. Ist klar. Aber da kommen wir hin. Okay. Das heißt aber, wir kommen zum Beispiel nicht dahin. Okay. Ja gut, dann müssen wir weiter gucken. Jetzt muss ich gerade mal gucken, wo sind... Ich habe leider nicht auf die Karte geachtet. Gibt es hier zwei Ein- und Ausgänge? Nein, gibt es nicht. Okay, dann sind wir also auch in dem, wo wir jetzt gerade eben waren. Sind wir dann auch rausgekommen? Und hier gibt es auch offensichtlich nicht noch irgendwie so eine schwebende Pflanze, die da einfach mal hinüberkommt und vielleicht sagt, hallo, willst du mitfliegen? Die haben wir hier nicht. What the heck bist du? Okay, wir gehen mal hoch. Was wir zuerst mal versuchen, ist dort dieses Vögelchen abzuknallen. Okay. Und ich dachte schon. Na gut. Ich wollte eigentlich höher ansetzen, damit wir nicht so weit klettern müssen. Aber der gute Link wollte nicht warten. Jetzt sind wir eine Ebene höher. Ich wäre jetzt sonst aus dem Bereich schon wieder rausgegangen, aber ich glaube, das ist sinnvoller, wenn wir erstmal hier gucken. Hinten ist noch so ein blöder Vogel. Ah, blöd. Ich wollte den zweiten eigentlich nicht. Boah, ich dachte, dass Link da irgendwie drauf läuft oder so. Aber scheinbar ist das nicht so. Wir gehen trotzdem noch mal kurz zumindest oben gucken. Ah, das sieht besser aus. Da bin ich wesentlich höher gekommen als davor. Da ist auch noch so ein Vogel. So, ich würde normalerweise sagen, dass Link da drauf gehen kann, aber irgendwie sah das gerade eben nicht so aus. Okay, das sieht nicht so aus. Dann gehen wir weiter. Vielleicht vertue ich mich jetzt, aber ich glaube, dann kommen wir da oben erstmal nicht weiter. Okay, wir so. Ja, ist schön, wenn man nicht trifft. Ich sagte, es ist schön, wenn man nicht trifft. So, aber jetzt haben wir getroffen. Wir gehen mal den Weg hier runter. Oh,
Ich will eigentlich die Kamera drehen, aber gut. Dann eben nicht. Da war nämlich noch eine Kiste. Mal gucken, was da drin ist. Okay, nichts Spezielles. Okay, ein Herzteil. Ein weiteres und wir kriegen ein Herz dazu. Da habe ich gerade noch gesagt, nichts Spezielles, aber auch nichts Schlechtes. Würde ich sagen. So, jetzt ist aber die Frage, wo geht's weiter? Wir haben nur diese beiden Möglichkeiten, soweit ich das jetzt sehe. Dann schauen wir uns doch nochmal da drüben um. Ob das vielleicht doch irgendwas mit der oberen Ebene zu tun hat, ich weiß es nicht. So, einmal hoch. Na. Okay, wir können hier definitiv nicht auf irgendwelchen Seilen gehen. Das wäre auch zu schön gewesen. Okay, so weit kommen wir nicht. Aber wir hatten ja da nun die Möglichkeit, uns an das Gitter zu hängen. Mhm. Okay, da ist auch sonst wirklich keine Möglichkeit. Ja. Okay. Mich macht das immer noch stutzig, dass dort oben oder dass hier diese Kletterpflanze ist, weil für irgendwas muss das gut sein. Da kommen wir nicht hin. Irgendwofür muss die gut sein. Nur wofür? Da kommen wir auch nicht rüber. An dem Seil können wir uns auch nicht irgendwie festhaken. Das geht auch nicht. Okay, wir können auch den Vogel da nicht irgendwie runterholen oder so. Da passiert auch nichts. Okay, wir gucken jetzt nochmal gerade ziemlich genau an diesen Bruchstellen hier. Mal gerade nochmal um. Da ist doch eigentlich eine Möglichkeit, wo wir drankommen könnten. Das ist so. Ah, Moment, da war gerade. Da ist ein Punkt, wo wir hochkommen.
Ja, wunderbar. Also nicht ganz, aber... Okay, das machen wir händisch. Denn der gute Link trifft dort wohl nicht ziemlich genau. Da ist eine Kiste. Okay, da geht's schon nicht mehr weiter. Das heißt, wahrscheinlich müssen wir dort den Weg gehen. Aber da war noch eine Spinne, oder? Ah ja, guck mal. Dann haken wir uns mal dort fest. Und hier sollte es sicher sein. Dann gehen wir da mal runter und dann nehmen wir das natürlich mit, was da drin ist. Ah, nochmal 20 Rubine. So, und jetzt wird es nämlich wieder ganz interessant, weil dort ist jetzt nichts mehr. Da ist ein Eingang, aber da kommen wir ja so nicht hin. Wir haben auch auf der Kletterpflanze natürlich keine Möglichkeit, um... Oh, sorry für diese komischen Kamerafahrten hier manchmal. Ja, wir haben natürlich auch auf der Kletterpflanze keine Möglichkeit, um... Ah, da können wir uns Pfeile wiederholen. Um, irgendwie nochmal uns irgendwo hochzuziehen. Und das ist ja nur die Kletterpflanze, wo wir jetzt gerade schon dran waren. Und das ist die auf der anderen Seite, wo wir auch nicht hinkommen. Die Vögel werden uns auch dabei nicht behilflich sein, zumal wir nicht bis da kommen. Und dort ist auch nichts, wo wir uns dran festhaken können. So, normalerweise würde ich jetzt... Das werde ich jetzt auch mal gerade einfach machen. Ich würde normalerweise sagen, das hat irgendwas mit den Seilen zu tun, aber wie man sieht, der gute Link hält sich ja nicht an den, oder der balanciert nicht wie in Ocarina of Time auf den Seilen, das heißt, eigentlich kann es dann damit nichts zu tun haben. So, da gibt es auch keinerlei Möglichkeiten, uns festzuhaken, klar, da schon, aber da halt nicht. Und ich glaube nicht, dass wir... Na, hallo, 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 hallo. Ich glaube... Ne, da kommen wir niemals im Leben so rüber. So, an die Kiste da komme ich auch nicht einfach so. So, jetzt gibt es natürlich mehrere Szenarien, warum wir da jetzt nicht irgendeine Möglichkeit hier haben. Ja, Schienen, aber das hier sind ja keine Schienen, das heißt, da werde ich ja... Genau, das bringt leider nichts. Joa, da gehen wir jetzt gerade erstmal... Moment mal. Ich weiß. Okay. Ich habe nicht darüber nachgedacht, dass wir uns ja jederzeit in diesem Spiel umverwandeln können. So, einmal... Zweimal. Und die Seele haben wir auch. Ähm.
Dann können wir wieder zum Mensch erstmal werden. Ah, oh, das ist echt so, das ist ärgerlich. Das, man könnte ja mal drauf hinweisen. So, ein violetter Rubin, 50. Oh, da haben wir gleich voll, ne? So, aber jetzt kommt das Interessanteste. Da kommen wir nämlich nicht hin. Da kommen wir von da hinten hin. Okay. So, wir gehen nochmal gerade dort hoch. Das machen wir jetzt auch noch. Na komm, geh bitte rüber. Nein. So. Wir werden zum Wolf. Oh, das klappt ziemlich einfach. Deswegen ist es auch so wichtig, dass wir die Gegner da wegmachen. Damit wir hier ohne Probleme rüber können. Und dann sind wir da auch schon an der Tür. Oh, da hätte ich mich jetzt so abgequält. Gut. Aber da wir die 20 Minuten erreicht haben, würde ich sagen, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, dann lasst einen Kommentar oder eine Bewertung da. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns dann beim nächsten Mal bei The Legend of Zelda Twilight Princess. Bis dahin, tschüss! Wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr auf der linken Seite jetzt den Link zur Playlist finden. Darunter könnt ihr meinen YouTube-Kanal abonnieren und ihr könnt mir auf Twitter folgen, wodurch ihr dann Neuigkeiten zu meinen Videos als Erste bekommt. Auf der rechten Seite habe ich euch noch andere Projekte zusammengestellt, die euch eventuell auch interessieren könnten.